Hallo und herzlich willkommen hier bei der Schatzsucherjagd. Wir jagen Schatzsucher, ja. Nein, wir suchen nach Schätzen natürlich. Und töten dabei Skags. Indem wir sie umfahren. Damit sich der Umweltschützer freuen. Der Tierfreund erst recht. Und wir gucken jetzt hier mal die Straße. Ja. Das weiß ich nicht. Warum hat der Bock gerade nicht gelenkt? Bist du gegen die Dinge gefahren? Bist du da runtergefahren? Guck dir das mal an! Ich bin gefahren und das Ding hat nicht auf mein Lenken reagiert und guckt hier runter. Ja, wie komme ich denn jetzt da hoch? Ja, danke. Ich hol mal kurz das Echo. Scheiß Lancer! Alles wegen diesem Dreckskarren. Ich bin die gut. Weißt du, wo ich bin? Ja, du musst auch so rumlaufen. Da ist die Kackwaffenkiste mit den vier Skeks gewesen. Ja, genau. Mann, da krieg ich doch Pickel im Gesicht. Mann, was ein Scheiß. Hier ist übrigens schon Fort Knox. Fort Knox. Ja, da verstehst du nichts. Okay. Fort Knox. Ja, okay. Hier müssen wir aussteigen. Ich will doch nur das Echo mitnehmen. Ich will ja keinen Krieg anfangen. Oh Gott. Los, Scorpio, sieg und flieg. Ich wollte mal den kleinen Satz benutzen. Dann ist mir aufgefallen, es Scorpio fliegt nicht. Das ist die Magie, der Ketchigam schreit. Was ist mit Markus? Das ist wie als würdest du mit Markus Ketchigan schreien. Also als Markus. Ja! Jawohl, ein Berserker-Glas-Worte habe ich mir schon mal gewünscht. Ist ja wie Weihnachten. Ich warte mal auf Adresse, okay. Nee, ich habe es endlich geschafft, ja. Nachdem die ganze Party rum ist. Es geht, ich habe nur ein paar Lerns über den Haufen geballert und so der Bastarde wird nur gut. Also will es nicht passiert, hier oben geht's jetzt richtig rund. Peace, man. Wobei das mit Ruby nichts zu tun hat, man. Was ist hier oben? Waffenkiste. Waffenkiste! Was auch sonst. Muss ja. Oh! Oh! Super. Oh! Damit hab ich nicht gerechnet! Was meine denn? Macht viel Critical Damage. Oh! Sniper! Will ja überlegen. Die macht halt so ein bisschen weniger Damage. Ja, wenn ich halt kritischen Schaden rein. Alter, geh weg! Verpiss dich! Ich hab sie. Scheiß Sunny. Stirb, sag. Ich use sie! Komm, Schreiber! Auf den Weg! So. Admiral, ich weiß nicht, ob ich Ihnen in einem früheren Leben etwas angetan habe und Sie sich jetzt rächen, indem Sie mich am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Ich habe Ihren Situationsbericht erhalten, den Sie mit... Suchen Sie noch heute Dr. Zed! Der wollte gerade reden! Er verschreibt es praktisch jedem! Dabei ist er noch nicht einmal ein echter Arzt! Dein Code
gilt einzig und allein für den Wartungsraum. Du hättest ja wenigstens Nox ausreden lassen können, Athena. Ja, das hätte mich jetzt voll interessiert, was der labert. Der labert immer geilen Scheiß. Ja. Schade. Ich will viel Zeug drauf. Ja, dein Blocking. Hilfelt sie! Tot. Wow. Die hat sich mittel verteilt. Sie reden, Klausmord. Säure Kontakt. Hier liegt aber, also ohne Scheiße, was insgesamt Loot angeht, ist hier aber halt echt, ne? Geld, ja. Muni, Zeug, Granaten. Vor allen Dingen, was es hier an Coke rausgibt. Jo, das vor allem. Ich habe so noch einen Platz, sehe ich gerade im Inventar. So, wir können ein bisschen was abgeben, aber wir machen natürlich noch die eine Echo-Dinge fertig und dann suchen wir noch ein bisschen nach der vergessenen Beute. Da sind noch ein paar Jungs. Oh. Naja, Alex, wir bewegen uns auf Fort Knox zu. Da werden noch ein paar Jungs sein. Ja, denke ich auch. Level ist da. Vorne ist sogar ein mechanischer Junge. Mechanischer Dude. Fällt der Alter, was ein Kram hier liegt, ne? Braucht jemand ein Medikit? So. Vorne kommt noch mehr wahrscheinlich aus der anderen Schüssel. Oder? Oder nicht? Okay, dann nicht. Wir werden hier auch, wie gesagt, noch nicht reingehen. Wir machen erstmal den Rest fertig hier. Wie viele Assassinentrupps erwarten uns denn hier? Wir haben alle. Wir haben alle. Können wir es auch abgeben. Jo. Der hat eine radianische Waffe gefallen. Okay, schon wieder so ein, ich glaube, es ist ein Sturmgewehr oder so. Radian Rifle. Ich glaube eher, es ist ein Gewehr. Sniper oder so. 133 Damage, also. Dann wäre es eine ganz schlechte. Hat halt kein Muni, ne? Herr Brow. Wir gucken da um die Ecke. Da hat er schon viel Spaß drauf. Die benutze Euro, ob das so effektiv ist. Egal, er ist geplatzt. Nein! Hast du eine Waffe aufgesammelt? Ja, ich habe ein Ajax-Speer. Hat abgerüstet leider. Ich kann Ihnen ja keine weiteren Updates schicken, weil Sie so ein hirnloses Gehopse sind. Aber ich dachte mir, das sollten Sie wissen. Agent Athena hat mit den vier Knallköpfen zusammengearbeitet, die unsere bulimische Albino-Kommandantin besiegt haben. Sie erinnern sich doch an Athena, oder? Sie hat vor einer Weile den zweiten Vorstand von Dahl ausgeschaltet. Oh, Moment, das war ja vor ihrer Geburt. Unglaublich. Was mache ich nur mit meinem Leben? Tja, ich wollte Ihnen mitteilen, ich werde einfach alle erschießen lassen. Oh, und noch was. Ich kündige. Wenn das hier vorbei ist, verlasse ich die Lands. Ich weiß, dass darauf der Tod steht, aber die Vollidioten, die Ihnen die Windeln wechseln, würden ihren eigenen Hintern nicht finden. Ich mache mir keine Sorgen, dass ihr mich auf der Rückseite von Grothic 4 aufspürt. Mit anderen Worten, tschüss. So. Hier liegt ein Revolver mit mal 7 Damage. Yeah. Ja, der Nox hat gekündigt, aber die hat die ganze Bataillon mitgenommen, oder was? So hab ich's auch kapiert. Hat der gerade ein Säuregeschütz aufgestellt? Ja. Das hat ein grünes Schild. Warum hat er eigentlich ein grünes Schild? Weil Skorpion Lutschkopf ist. Ich will, dass der Skorpion jetzt auch ein grünes Schild bekommt. Ja, dann mach ihn kompetent. Mach ihn kompetent. Wir daddeln jetzt nur hier noch ein bisschen rum, weil ich weiß, dass es da noch eine Waffenkiste zu holen gibt. Wie gesagt, ach, wir gehen nicht. Noch nicht ins Fort Knox selbst rein. Wir nehmen nur halt ein paar EP. Der mir auf den Sack geht. Was? Stop, dude. Ich höre die ganze Zeit diese Rockita noch, ne? Ich nicht. So, hier war noch eine Waffenkiste.
Ne. Weihnachten. Wie Weihnachten? Pff, ist nichts wie Weihnachten. Ach, diese Waffenkisten, die guckst du gar nicht mehr an. Obwohl, da war eine legendäre Shotgun drin. So, wir gucken jetzt mal auf die Quests. Da! Junge! Was? Guck mal da an die Ecke. Ah, ja, ich wusste doch, da war noch eine zweite große. Nur nicht wo. Das sieh mal an. Pistole. Nehmen Sie gerade, wenn ich bin voll. Ich bin voll. Dann müssen wir den Kack wohl da lassen. Kack! Wir haben Versteck 4 gefunden. Wow. Ja. Wir sind ja so professionell. Wir fangen mit 4 an. Sieh mal, bei mir backen die sich gerade durch den Boden. Die gerade drauf gekackt. Gekackt. Wer ist da? Da ist der Rocketeer, den du hörst. Egal, ich nehme gerade Money mit. Guck mal hier. Iridian Glob Gun. Was? Eine Glob. Ich glaube, du hast da was an deinem Schuh. Was? Bin dabei. Achso. Vielleicht ein Glob. So, dann gucken wir mal nach Verstecken. Versteckt. Versteckt. Verschmutzt. Wo haben wir hier eine Karre? Da hinten sind sie doch wieder. Gib das! Far, far away from here! Ja, ja. Hä, ja, wo ist unser Auto? Ah, da. Da hinten sind es da. Hinter der Straßensperre. Ja, ich sehe es. Rot und orange. Sieht ja total geil aus. Ja, wo ist echt geil? Vor allem dein Orange gefällt. Die Lands sind immer geil. Die Lands an. So, gucken wir mal zurück. Und gucken wir auf der Karte, wo die Verstecke ungefähr eingetragen sind. Hey. Hey. No Problem. Boost of Doom. Mach mich hier nicht an, Alter. Stell dir vor, die Länge des Boosts würde den Racer so anhalten. Ja, leck mich im Arsch, ne? Bitte komm mal hier runter, bitte komm mal hier runter, bitte komm mal hier runter. Naja. Na kann jetzt ziemlich tief runter. Gut, ne? Hat sogar einigermaßen funktioniert. Wir sind gar nicht mal so weit weg vom eigentlichen Ziel. Suchen wir mal Verstecke. Ich guck mal kurz mein Gefühl her, wo ich. Warte, ich hab da gerade was gehabt ungefähr. Warte. Wenn das Grünes war, dann ist das, was wir schon hatten. Ah gut, okay, dann hatten wir das wahrscheinlich schon. Ich weiß, dass ja, irgendwo am Rand. Warum hilfst du mir eigentlich nicht, während ich hier von Ländern gefickt, von Luftstrasche gefickt werde? Weil ich selbst zwei Jahre Packer habe. Ja, dann fahren sie 10 Kilometer von mir weg. Ja, geil. Ja, super. Toll. Wie soll ich den jetzt töten? Hör auf, dich zu bewegen. Hör auf, dich zu bewegen. Nicht bewegen. Nicht weglaufen. Einfach gar nichts machen. Hast du? Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber irgendwas, auf das ich nicht geschossen habe, ist durch mich gestorben. Das war jetzt total toll von dir. Jetzt, wo ich das Ding im Visier hatte. Ich hätte nur noch drücken müssen. Ja, der Kugel wäre aber nicht geflogen. Vollkommen. Manchmal könnte ich nicht aufweigen. Steig ein. Flop. Flop. Geht gleich hoch, oder? Egal. Scheiß drauf. Familie alles. Gute Idee. Ja. Der nächste Cheater Power wird gefegt. Von Minen. Wo waren die Verstecke denn hier? War doch irgendwo eins im Moment. Ah. Falsch rum, falsch, falsch. Hier, da war es ziemlich gut. Ja, genau vor uns. Ja. Okay, hier gibt's Waffen. Alter, unsere Karre. Oh, die Atlas sieht mir gut aus. Boah, die Atlas. Schade, dass der für Level 37 ist.
Verdammt, dieses Drehen. Moment. Was ist das daneben? Ah, Soldatenklassmann. Los geht's! Ich müsste mal was verkaufen, wenn ich ehrlich bin. Ich auch. Aber wir haben gerade keinen Shop in der Nähe. Dann fahren wir mal. Einfach ein bisschen. Da vorne ist doch bestimmt was. Da vorne. Oder? Das ist doch der Ludwig, da ist doch bestimmt was. Da ist aber, glaube ich, kein Laden. Egal, wir suchen hier mal gerade nochmal kurz ab. Also auf der Karte wird einem nicht angezeigt, wo die sind. Aber hier ist wieder einer in der Nähe. Ja. Oder, also hier oben, denke ich mal. Ja, ja, wir sind gut, wir sind gut. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ja, ich auch. Orientierungsfluss, da. Du hast das erste Versteck, haben wir gefunden. Oh, ich stehe falsch rum. Au. Wow. Oh, nee, Alter. Trotz mal die Gruppe da hinten. Ich bin schon dabei. So, was haben wir jetzt hier gekriegt? SMG, SMG, Shotgun, Cobra. Alles nicht wirklich. Was Berauschendes. Richtig. Mit Granaten noch mit. So, dann suchen wir mal weiter. So, ich muss mir überlegen, so von meinem Dingensinn hier. Meinem Erinnerungsvermögen. War das nicht vorhanden, ne? Oder das andere? War hier noch eins? Siehst du sie schon? Da. Und ah. Schiebs Auto weg. Zack! Und weg ist die Karte. So. Sniper? Ah, die ist ja auch nicht so bauen. Shotgun? Scheiße. SMG? Scheiße. Fettes Visier auf Sniper? Das sieht echt dick aus. Moment, das will ich mir jetzt mal kurz angucken. Alter! Was ein Ding! Wo sind meins jetzt hingepackt? Hm. Steckst du ein? Schon dabei. Potenziell gute Waffen, allerdings brauchen wir die auf dem Level jetzt nicht mehr so wirklich. Dass wir die Nervensägen da loswerden. Felder zusammen. Der Arschkopf. Klappstuhl! Da ist er down. So, und das letzte dürfte irgendwo hier sein, oder? Nee, ist nichts in der Nähe. So, jetzt der blau blinken. Da blinkt blau. Ja, genau hier. Da ist er. Ich bin der Alha weg. Weg von der Kiste, Mädel. Yo. Class-Mods, die allerdings nicht wirklich... Nee, leider war das halt alle mit dir. Nee, wir sind ja schon Level 42, 43. Ja. Aber ich mir überlegt, das hat so eigentlich gar nichts zu sagen in Borderlands 1, denn meine Waffen hier, meine Torque ist Level 24, ne? Wenn ach, ich ja die auf Level 42, 43 hätte, Junge, leck mir am Arsch. Meine Sniper ist 33, meine Revolver 25 und meine SMG 30. Das ist nur eine Sache der Boni. Das ist einfach Glück in Borderlands 1, ob man gute Gegenstände findet oder nicht. Mhm. In Borderlands 2 ist es ein bisschen... Ist das da vorne wieder eine Arena? Und ist jetzt hier drin? Ist das da vorne wieder eine Arena? Nee, aber da kann man hochfahren per... Dingen. Da gehen wir auch noch rein. Cool. Da müssen wir sogar rein, oder? Ich weiß es nicht. Was haben wir jetzt für eine Quest? Keine Ahnung, vergessene Beute. Überfall sagt. Das Waffenlager. Code eingeben, Munition gefunden.
Ich würde gerade noch sagen, wir haben verdammt viel zum Abreden, haben wir so viel Quests gemacht. Ich würde sagen, die Folge kann vielleicht ein bisschen länger gehen. Wir geben gerade die Quest von Moxie noch ab. Ich hoffe, dass ich komme mit. Ich hoffe, dass wir jetzt gerade richtig sind. Ich muss auch mal den Fahrstuhl hier. Okay. Wie benutzt man den nochmal? Muss irgendwo ein Knopf sein. Was ist? Das ist jetzt ja gar nicht peinlich. Benutzt man den nochmal? Mal das Ding irgendwie anwerfen? Das könnte eventuell sein. Wenn oder nicht, dann fahren wir halt schnell, komm. Noch die Quest für Moxie abgeben. Ich bin gerade ein bisschen deppert, was das gute Ding angeht. Da werden wir bestimmt nur Gelegenheit so. Wir müssen uns erst hier durchschnetzeln und dann da lang. Das ist ja immer so, wir auch noch Umwege, fahren einfach wieder hier rum. Wie gesagt, geben die Quest für Moxie ab und dann war's das für die Aufnahme. Und in der nächsten Folge werden wir dann wieder in T-Bone Junction die restlichen Quests eben abgeben. Bin ich gerade richtig? Ja, komplett richtig. Und dann, ja, geht's dann auch schon bald ans Fort Knox. Weil ihr Pisser. Das stören die immer so, ey. Gibt's doch nicht. Schwuldrickser. Hm. Also was verkaufen. Das kommt weg, das kommt weg, das bleibt weg, das kommt weg, 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 weg. Verdammt viel Käse, Alter. Haufen Granaten, 10 Millionen Schilder. So, jetzt haben wir 10 von 45. Aller gut. Auf geht's, Quest noch abgeben. Und hier, halt die Augen offen nach den extrem seltenen und mächtigen Pearly-Sand-Waffen. Die sind noch mächtiger als die orangenen. Die blauen, ne? Die sind so blau, die sind so türkis. Und die haben es in sich. Das ist natürlich ein Kies! Und irgendwie, ja, keine Ahnung, ich hatte noch nie, also selbst hatte ich noch nie eine. Ich habe sie nur mal gesehen. Als ich mit dem Kumpel da am Raiden war, und der hat die halt eben mitgenommen. Aber selbst hatte ich so... Das war bei Chromorax, also bei dem Raid-Boss. Aber den zu plätten, ist nicht so einfach. Machst du dir auch eine Kiste oder fährst du mit mir mit? Ich mach mal auf den Razor. Gurk ich schon mal los. Welche Richtung? Ja, das ist die richtige. Oder was heißt der richtige da vorne? Bin ich. Ist eigentlich egal. Manchmal kapiere ich dieses System. Warum? Zeigt mir Racer an, generiert einen Lancer. Ja, das ist halt. Ist halt so. Knallhart umgefahren. Bist du badass? Ganz lustig, dass die Badass-Einheiten im ersten Teil noch knallhart heißen. Mhm. In den darauf folgenden Teilen heißen die dann einfach Badass. Das heißt Badass! Wobei knallhart auch cool ist. Knallharte Badass-Einheiten wäre auch was. Knallharte Badass-Einheit. Ja. Das wäre doch was. Bleiben, Mann! Ab ins Red Light! So, dann können wir gleich mal in den Waffenladen gucken. Landstreicher bekämpft man am besten aus dem Fahrzeug heraus. Oh, wir kriegen eine neue. Ah, eine neue Quest!
Da ist eine Schrode, die ist nicht so Bombe. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dann eben nochmal ein bisschen durch Deep Fathoms laufen und die Graffitis, die die Leute von Moxie gemacht haben, entfernen. Und, aber wie gesagt, wir werden dann halt wieder in T-Bone Junction uns erstmal wieder sehen. Yeah. Und dann können wir erstmal den Rest abgeben. Und dann, nach dem Graffiti, werden wir uns einmal ans Waffenlager wagen. Das wird richtig geil. Das ist also für alle Loot-Geilen ist das einfach nur ein Traum. Das Waffenlager. Und dann würde ich sagen... Loot-Geil. Ja, natürlich. Ich bin Borderlands, natürlich. Das ist... Ja, das ist... Muss sein. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao.